Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Clash of Clans. Ich sammle mal ganz kurz ein hier. So, fertig. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Clankrieg schon gestartet wurde. Denn, ja, diesen Samstag ist ja Clankrieg bei beim Bobby seinem Clan, beim Stramm sein. Und ich habe ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten. Die schlechte oder auch gute, keine Ahnung, wie man sieht. Ich werde ab nächste Woche einen neuen Clan gründen. Jetzt werden wir alle denken, hey, warum das? Du hast doch schon einen Clan, bla 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 bla. Nein, ich werde nämlich einen Clan gründen, der auf Effizienz aus ist. Das heißt, alle, die mitmachen wollen, werden sich dann über Twitter melden, damit ich eine Liste führen kann, wer dabei ist, wer wo ist, dass wir keine inaktiven Leute mehr haben. Ich will das nicht mehr, dass inaktive Leute sind. Also, ihr merkt es ja bei euch, bei den Fireclouds ist momentan der Eddie mit im Clan und ich habe Berichte bekommen. Jedes Mal Berichte, dass immer ein Gejammer ist, ja, wir verlieren, bla bla, blub, blub, blub. Das liegt immer daran, weil manche einfach nur inaktiv sind und dass das halt nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich werde ab nächste Woche einen neuen Clan gründen. Dort wird die Anmeldung über Twitter sein. Also wer mitmacht, wird auf Twitter gelistet und bekommt einen Hashtag von mir. Und in diesem Hashtag sind halt die Leute drin und so kann man schnell rausfinden, wer inaktiv ist, kann man sich halt besser abmelden, im Hashtag auch. Und ja, es läuft einfach nur einfacher und runder. Wer aus dem Clan rausgeht, bleibt draußen, kommt auch nicht mehr rein. Ganz einfaches Ding, wer inaktiv ist, fliegt raus, kommt nicht mehr rein. Ganz einfaches Ding, außer man meldet sich natürlich vorher ab. Das ist natürlich, naja, gehört sich halt zum Anstand, ne? Dass man sich auch mal abmeldet, wenn jetzt irgendwo was ist. Clankriege können halt auch besser koordiniert werden. Gerade wenn man sich über Twitter noch ein bisschen abspricht, wer wo was wann macht, dann kommt das auch ein bisschen besser. Und ich denke mal, zum Gunsten der Leute, die wirklich Herzblut reinstecken, auch dass dieses Let's Play zumindest nicht immer so endet, dass wir jedes Mal verlieren, denke ich mal, das ist die Lösung, die am besten ist. Und wie gesagt, also ich denke mal, ab nächste Woche Montag geht's los, da werde ich einen neuen Clan gründen. Und ich werde den Eddie schon mal mitnehmen, den Mandy werde ich mitnehmen und natürlich habe ich schon auf Twitter schon mal geschrieben, aber er meldet sich noch nicht. Wo ist er denn? Mal gucken hier, Ältester. Ja, Todd wird bestimmt auch melden. Wie gesagt, werden wir dann sehen. Alle, die sich dann bei Twitter bei mir melden, aber erst, wenn ich Bescheid sage, wenn die erste Folge davon rauskommt, könnt ihr dann nachjoinen. Müssen wir mal kurz gucken, hä? Ältester? Ach, hier, King Bing. King Bing wird dann, denke ich mal, auch hinterherkommen. Habe ich ja bei Twitter drinne. Du könntest dich ruhig öfter mal melden, gerade wenn ich dir schreibe. Und ja, da wird es halt so weitergehen, anders geht's halt leider nicht. So können wir jedenfalls alle zufriedenstellen und dann finden wir auch mal die Übeltäter, die halt nicht mitmachen. Gut, das war's zu der Folge. Und gucken wir danach. Ich denke mal, das, was wir jetzt in dem alten Clan geschafft haben, das werden wir dann locker wieder aufholen, wenn die richtigen Leute dabei sind. Und dann läuft das. Gut, ich bedanke mich fürs Reinglotzen. Morgen kommt natürlich die Folge mit dem Clankrieg. Ich werde zwei Folgen wieder aufnehmen, also bei jedem Angriff eine und werde noch nebenbei die anderen Kämpfe ein bisschen beobachten. Ich hoffe, wir haben diesmal ein bisschen mehr Glück als das letzte Mal. Aber ich denke mal, das Ding werden wir schon schaukeln. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, macht's gut.